Ja, das ist das Tasmanian Tiger Check in XL, auch wenn Tatonka draufsteht. Wirklich, es ist vom Tasmanian Tiger. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil hier kann und warum Tatonka draufsteht und sowieso und überhaupt, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop für Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Tasmanian Tiger Check in XL, modulare Ausführung. Ja, und die Sache ist ziemlich einfach. Dieses Ding gibt es von Tatonka als zivile Ausführung und das hier ist die Einsatzausführung. Die ist ein bisschen anders aufgebaut, dazu kommen wir gleich. Ich habe sie hier jetzt in Grau, die gibt es übrigens auch in Schwarz. Und die Idee ist, dass man eben ein unauffälliges Teil mit dabei hat, das nicht so militärisch, nicht so kämpferisch rüberkommt. Aber all das kann, was halt zum Beispiel Polizeieinheiten, Militäreinheiten, Spezialeinheiten und die Leute, die halt ihr Leben aufs Spiel setzen, indem sie ihre Arbeit machen, brauchen. Und du hast jetzt mal hier ein Hauptfach und das ist gleich einmal ganz anders als bei der zivilen Ausführung von Tatonka. Hier von Tasmanian Tiger steht da auch extra drinnen, also für alle, die es mir nicht glauben, da steht da schon der Tasmanian Tiger, auch wenn vorne Tatonka draufsteht. Das ist Tarnen und Täuschen. So, du hast hier eine Glättfläche, könnte man auch Molle mit reinbauen. Das heißt, dieses modulare System mit diesem Mesh-Pocket hier zum Beispiel, das geht sich alles ganz gut aus. Hier vorne ist dann auch noch eine Tasche, da komme ich dann gleich dazu. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, ich bin aber kein Spezialeinheiten-Dingsbums, ist die Idee auch, dass man zum Beispiel verdeckt Waffen tragen kann. Ich habe jetzt hier, das ist auch eine Waffe eigentlich, ne, so ein Jet-Protector. Ja, und da würde, weil da auch immer wieder die Frage kommt, und da bin ich aber kein Experte, muss ich gleich dazu sagen, aber eine Glock 17 würde sich da auch ausgehen, einfach von der Größe her, aber das weiß ich jetzt nicht, aber ist sicherlich machbar. Schau mal her, da gibt es auch diesen Internal Holster und den kannst du dann, musst du aber nicht, ne? Das kann man auch ohne den ganzen Zeug da verwenden und dann kannst du dir das da reinpoppen und dann hängt das Teil hier mit drinnen und ist gesichert. Es ist aber dann noch immer genügend Platz, um auch andere Ausrüstungsgegenstände da seitlich mit rein zu poppen. Ich habe jetzt hier auch von Tasmanian Tiger das First Aid Mini. Ist natürlich alles billige Eigenwerbung hier. Ne? Ich gebe da den Link zu all den Produkten hier, die ich da zeige, in meinen Shop oder auf Amazon. Also da geht auch seitlich noch einiges mit rein. Gut, ich habe ja gesagt, es ist da vorne auch noch so ein Zip dabei. Wenn du da jetzt aufmachst, hast du eine Tasche. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine meiner Lieblings-Tactical Footbag MRS mit dazu gegeben. Das heißt, das Fach geht bis ganz runter. Schau her, das ist von da, spüre ich jetzt mit Zeigefinger und da. Also das ist wirklich ein komplettes Fach. Da geht wirklich was rein. Ich weiß jetzt nicht, das Format ist das A5. Ich habe keine Ahnung. Technische Daten zu dieser gesamten Tasche findest du natürlich auch bei mir im Shop, im Beschreibungstext zu dem Link. So. Gut, das ist einmal der eine Teil. Zweiwege Reißverschlusssystem. Das heißt, man könnte jetzt auch hergehen und den Reißverschluss hier so auf der Seite halten. Beide. Und wenn ich zugreifen will, den einen aufreißen. Da sind auch kleine Kordeln drauf. Ist alles sehr, sehr schön gemacht. Dann bleiben wir gleich im Hinterstübchen sozusagen. Hier, da könnte man, das kann man aufklicken. Das könnte man zum Beispiel, denke ich mir, an einen Gürtel anmachen. Ne? Dass ich mir das hier da so am Gürtel anmache. Das bedeutet, ich habe einerseits natürlich die Tasche und habe es am Gürtel auch, damit es hier fixiert ist. Wäre so meine Idee dazu. Dann, wenn du eine andere hast, schreib mir bitte einen Kommentar. Dann hinten gibt es auch noch einmal ein großes Fach. Ja, es geht auch bis ganz nach unten. Alles natürlich in bester Tasmanian Tiger Qualität, so wie wir das kennen. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dann hier einen Trageriemen. Der passt auch, das ist auch ganz nett. Dann gehen wir auf die Seitentasche. Hier gibt es auch so eine kleine Tasche. Ich habe jetzt hier eine Taschenlampe, eine Surefire Aviator Red. Gibt es auch bei mir im Shop, eine nette Lampe. Das heißt, ich kann das hier einklacken. Das Ding ist lieb, da passt jetzt noch was rein, wenn du da schaust. Aber eine Flasche oder was, das geht hier nicht aus. Also ich habe es ausprobiert, so diese Halbliter Wasserflaschen. Das geht sich bei mir nicht aus, vielleicht bin ich zu blöd dazu, aber ich glaube, dafür ist es aber auch nicht gedacht. Gut, und dann kommen wir in den Frontbereich. Den kann man jetzt sozusagen fast komplett, also aufklappen kann man ihn, den kann man jetzt fast aufmachen. Da ist da auch wiederum auf beiden Seiten, der zieht nicht bis ganz nach unten. Das heißt, dann bleibt da noch so ein kleiner Stauraum übrig für Kleinteile, wobei ich die natürlich eher in einem Mesh-Pocket geben würde, wenn sich's ausgeht und da dazu klacke, weil dann geht sicher nicht verloren. Aber sei es drum. Am Frontbereich kommt dann auch noch was, das hat vielleicht der eine oder die andere schon gesehen, da komme ich dann noch dazu. Du hast hier eine Tasche,
Ja, die geht auch bis ganz nach unten. Ja, die hat dann auch da innen drinnen so ein Flauschi-Mauschi, ja, irgend so eine Fließeinlage. Dann hast du hier vier so Flexi-Cords. Da geht jetzt zum Beispiel das Charge, das passt da ganz gut rein, von Leatherman, das passt da rein. Sitzt aber dann da unten auf, nämlich würde durchrutschen, wenn nicht hier diese Kreditkarten- oder ID-Kartenöffnungen wären. Also das geht sich damit aus, aber ich glaube, dafür ist es nicht gedacht. Ich mag das aber nicht. Hat jetzt nichts mit Tasmanian Tiger zu tun. Ich mag solche Kartenschlitze nicht, weil ich verliere dann immer irgendwas. Ich bin ein bisschen ein Wurstel, wie man in Österreich sagt, was das betrifft. Also das soll so sein. Gut, dann gibt es hier drei solche kleinen Einschübe, zum Beispiel für irgendwelche Stifte, oder das habe ich ja gestern hergezeigt, daraufhin haben mich viele angeschrieben, was ist das für eine Tasche, deswegen stelle ich das heute gleich vor, also einen Tag später. Und dann da zum Beispiel, das ist jetzt mit den Handschuhen ein bisschen fummelig, also es geht sich zum Beispiel die schwarze Katze, dieses Messer, weiß ich nicht, ob du den kennst, gibt es auch bei mir im Shop, der geht sich da schön aus, aber das ist so tief, dass ich da eigentlich ein Kordel drauf machen muss, damit ich den gut rauskriege. Aber das würde sich ausgehen. Taschenlampen habe ich leider da nicht reinkriegen können. Auch das Leatherman geht sich da nicht aus. Und ich habe das Swiss-Tool auch probiert, das geht sich leider auch nicht aus. Das ist ganz einfach so. Aber jetzt von der Idee her, ich glaube, dass da eigentlich Magazine reinkörten. Und die werden sich sicher ausgehen, wenn ich mir die Schlaufen anschaue. Ja, ist ganz nett. Ist ganz nett. Und Möglichkeiten ohne Ende. Und dann gibt es hier vorne noch ein Fach. Da ist nämlich jetzt folgende Idee. Und zwar, was ist, wenn wir im Einsatz sind? Also wir zwei, du und ich. Vielleicht sind wir aber nie im Einsatz. Aber wenn wir doch im Einsatz wären, könnte man hier dieses integrierte Teil hier, das ist im Lieferumfang dabei, da unten ist dann noch einmal eine Klettfläche, da drauf poppen, da gehen wir unseren Klett drauf und sagen, wir sind die Polizei. 1, 2, Polizei oder so irgendwas. Kennst du das Lied noch? War das mir jetzt gerade eingefallen? Flash, boah, fürchterlich, ja, auf jeden Fall, das würde sich da gut drauf ausgehen und damit ist man sichtbar oder zum Signalisieren. Wenn du sagst, ich renne sicher nicht mit einem orangen Dingsbums herum, dann sagst du ganz einfach, okay, denn da sind so kleine Klettflauschis drauf und du kannst das auch rausgeben und sagen, na, nie und nimmer brauche ich das und kannst diese Tasche ganz normal nutzen, ist eh ganz klar. Ja, alles in allem, ich kenne ja das XL Check-in von Tatonka und habe das sehr gern dabei. Ich habe das übrigens in schwarz und habe jetzt den erst seit ein paar Tagen, muss ich auch dazu sagen. Ja. Ich teste das jetzt, ich habe das jetzt jedes Mal, wenn ich draußen bin, mit dabei und finde es gut, ist halt ein bisschen anders, ist modularer aufgebaut und ist eine nette Tasche. Und ich werde die testen und werde da mal Langzeiterfahrungen geben, wenn du magst. So, ich gebe da unten den Link in meinen Shop, wenn du magst. Und das Ding gibt es in schwarz und in grau, glaube ich, habe ich hier schon erwähnt. Ich finde es in grau recht fesch. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Ja. Wo du das Einsatzgebiet siehst, also meiner Meinung nach ist das was für den urbanen Bereich, wo ich ganz einfach sage, ja, ich möchte ein bisschen taktisch unterwegs sein oder muss taktisch unterwegs sein und möchte aber jetzt nicht mit den Mollestreifen herumlaufen. Der Gurt ist natürlich längenverstellbar, es ist alles gut. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. All die Produkte, die ich da gezeigt habe, gebe da unten den Link im Beschreibungstext, schau dir das ganz einfach an. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen für die neuesten Produktvorstellungen, wenn dir das interessiert. Da geht es direkt in den Shop zu dem XL Check-in. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Das hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Bis bald. Und es ist wirklich von Tasmanian Tiger. Wirklich, auch wenn der Tonka draufsteht. Ciao, ciao.